So Leute, weiter geht's mit Let's Play Together Minecraft. In der linken Ecke Los Colegas, der George. Schönen guten Tag. Und in der rechten Ecke der Bagi. Einen wunderschönen guten Abend. So, heute geht das Ganze zu dritt los. Mal der Joe hat gesagt, hey, wann nimmt denn ihr auf? Ja, morgen. Darf ich mitmachen? Nö. Dann hat er uns bezahlt, dann haben wir doch gesagt. Warum denn nicht? Ja, können wir ja mal machen. Ihr seid korrupt. Wisst ihr das? Ihr seid echt korrupt. Nein, überhaupt nicht. Kein bisschen. Okay. Wir würden doch niemals was machen. Ich schwöre, ich spring vom Balkon. Spring nicht! Ja, toll. Fick dich, du Penner! Oh nein! Nein! Warum? It's raining man! Hey, Halleluja, it's raining man! Ja. Yeah. Also wir rosten ein. Stimmt, wir haben eine Eisenrüstung, scheiße. Die hat keine Legierung, so. Alter, da rosten wir doch ein. Und jetzt? Ja, jetzt, was machen wir eigentlich, du, ne? Jetzt, wo es regnet. Das war nicht geplant, dass es regnet. Du Kackding. Ah, da müssen wir halt eben im Regen arbeiten. Und es regnet. Zwei einsame Bauern. Hat irgendwer einen Regenschirm? Nein. Leider nicht. So was gibt's in Minecraft nicht. Hallo, Go. Nee. Ich muss mich erst mental vorbereiten, warte. Mentale Kraft wird gesammelt. Ich roste gleich ein, glaube ich. Du eh, schon lange. So Leute, jedenfalls, obwohl es jetzt pisst, wir hatten ja letztes Mal gefragt, ihr sollt uns doch mal coole Namen für einen Holzfäller geben. Und ihr habt wirklich ein paar echt coole Sachen gemacht, leider auch ein paar, die wir schon hatten. Aber... einer hat gewonnen, den fand ich persönlich am coolsten. Daher. Ja, nicht nur du. Daher. Ihr habt ihn zwar schon gesehen. Na, möchtest du mit, Jojo? Komm rein. Ja. So, ja, deshalb begrüßen wir Manfred, der schnurstracks ins Haus läuft. Hallo, und Manfred! Hallo! Manfred! Okay, Vorsicht, Creeper! Wo? Wie? Ah! Du. Kleiner. Du heute hier. Drück mich! Nein, lass mal. Hey, nein, Jojo, hör auf, böse. Hör auf, genau, knall ihn ab. Wer hat den Bogen? Ah. Wer hat den Bogen? Alter, zielen. Geht doch. Headshot! Jedenfalls, Manfred, der Holzfäller. Er ist der neue Besitzer dieses kleinen, aber netten Holzunternehmens hier. Ja. Wieso rennst du immer rein und raus? Weil er nicht weiß, wo er hin soll. Es regnet. Nein, und hier ist auch er ist so nervös, weil jetzt so viele Leute hier sind. Er ist so also der einsame Einsiedler, weißt du? Oder er will uns trollen. Man weiß es nicht. Manfred. Manfred! Und da ist er wieder draußen. Er kann sich einfach nicht entscheiden, der Kleine. Honey! Jedenfalls, Manfred war die coolste Wahl. Es gab auch noch, wen hatten wir noch? Wen hatten wir denn noch? Wir hatten Reinhard, wir hatten... Er tötet Manfred. So, okay, ich glaube, wir verpissen uns mal, sonst wird Manfred durch unsere Schuld... Nein! Super, habt ihr toll hingekriegt. Ja, wenn ich hier vorhin gesagt hätte, dass ein Creeper da ist, Schnell, sperrt mein... sperrt ihn ein! Ja, fängt ja gut an. Ja. Fängt ja gut an. So. Ja.
Hat ja super funktioniert. Mensch, das war der beste Start einer Aufnahme, die ich jemals gesehen habe. Das zeigt, wie gut wir einfach sind. Genau. Und Manfred steht jetzt unter dem Baum und denkt sich, what the fuck? Was sind das für Spacken? Und nur wegen diesen verkackten Regen spawnen jetzt halt am Tag die ganzen Viecher. Mann. Ich hol den, Scheiße. Ich hol mal Zaun. Ich hab noch zwei Stück. Ja, wow. Mensch. Und Dirt Erde brauchen wir auch noch. Ach ja. Weißt du, wir wollten jetzt so schön zeigen, hey, guck mal, Leute, der Wald richtig geil gewachsen. Und hey, guck mal, wir haben jetzt Manfred. Und so. Und dann... Naja. Ja. So. Also das zollt davon, dass wir vielleicht gerade nicht aufnehmen sollten. Nee, wir sind einfach so gut. Irgendwie. So professionell. Ja, unbedingt. Ganz viel. Ja. So. Ganz genau. Leider habe ich zu Hause keine Zäune mehr, deshalb muss ich mal ein paar craften. Ja, und ich gehe noch Dirtholle und Ziegelsteine und Holz. Und ich renne ein bisschen auf dem Dach rum. Was hast du denn da für ein Holz verarbeitet? Dschungelholz? Als Bohnen habe ich Dschungelholz. Ich hab doch noch dunkles Holz dabei. Nein. Dschungelholz ist ja nicht dunkles Holz. Dunkles Holz wäre ja Birkenholz. Ja, aber ich hab doch noch... Hat irgendeiner die Tür eingesammelt? Ja. Und dann ist ja gut. Nein, zumindest ist die Tür noch ganz. Wenigstens die Tür hat's überlebt. Bom, bom, bom. den Angriff des Creepers. Sie, Herr Zombie, hallo? Hallo, Herr Zombie? Herr Zombie-Mann, hallo? Könnten Sie, nein, warten Sie, Herr Zombie, kurzes Interview. Was machen Sie hier hinterm Haus? Herr Zombie, hallo? Herr Zombie, ja. Belästigt euch den armen Zombie. Warten Sie, Hey Zombie, was machen Sie denn da? Ich hab gehört, Sie sind Stalker. Ich will in das Haus rein. Da sind NPCs. Herr Zombie, was machen Sie denn hier? Sie dürfen doch einfach nicht hinterm Haus sein und fremde Leute spannen. Ich arbeite belauschen. Das ist richtig krank. Ja, Sasu, soll ich was sagen? Ich glaube, du hast da Schuss nicht gehört. Also Sasu, ich glaube, du solltest die Leute rufen mit den Hab-Dich-Lieb-Mänteln. Naja. Das ist meine Einstellung gerade. Ja, nicht nur deine. Was denn? Da war ein Zombie. Ich glaube, das würde ja ganz gut tun, in der Schwammzelle zu sein. Oh, Manfred hat sich rasiert. Mann, Manfred. Hallo. Ach, wir brauchen auch übrigens... Hat jemand eine Tür eingesammelt? Ja, habe ich doch gesagt. Nee, mit Tür meinte ich vorhin nicht die Tür am Haus, sondern die Zauntür. Nee, habe ich nicht eingesammelt, aber ich kann schnell eine craften. Nee, ich baue eine. Ich habe doch Holz mit. Ich habe auch da. Nein, ich mach. Ich habe schon. Scheiße. Könnt ihr euch mal entscheiden? Ich war schneller wie du, Juyai. Hat jemand wenigstens die zwei Steine hier eingesammelt? Ja. So, Ich hab Ferngläser aufgesetzt. Ferngläser hast du aufgesetzt? Wie geht's Manfred? Den geht's gut. Der steht unter dem Baum, wegen einer, der trocken ist. Der hat sich gedacht, I don't give a fuck. Was das für Spacken? Wo bin ich nur hierher gekommen? Na super. Ich weiß übrigens, wo die Zauntür hin war. Na? Hast du die eingesammelt? Nein. Ja. Hä? Ich hab vergessen, dass man mit einem Pfeil keinen Rechtsklick machen sollte. Das war aber die Zauntür. Ja, da bist du schuld, weil das ins Creeper doch hinkommen ist. Ja. Nein. Super. Du hast Manfreds. Hat jemand, genau, Gravel eingesammelt? Ich hab leider nichts. Gravel. Manfred, wir helfen dir, reinzukommen, aber jetzt wird's eh langsam dunkel. Hm, toll. Schön, ja. Ja, ich gehe schon zwei Gravel hole. Drei, und dann das sind aber drei, ne? Das sind drei. Ja, okay. Es sah so, es regnet. Ja.
Ja, und es hört auch gleich auf, wenn wir knacke gehen. So, guck mal, ich habe das Essen serviert. Wollen wir essen schon? Njom, njom, njom. Scheiße. Oh Mann, Alter, schlechteste Aufnahmestart ever. Ernsthaft? Soll ich dir eine... und wer ist schuld? Julia, ey. Ja, super. Soll ich dir eine helfende Hand leihen? Nee, lass mal. Von dir nicht, du hast schon genug geholfen. Los, komm, wir gehen schon mal ins Bett. Komm. Ja, geht ihr? Ja, wir gehen schon mal schlafen. Drei Krabbel dran. Drei, immer noch. Drei, hab ich doch gesagt, die drei Krabbel. Hat er nicht gerade zwei gesagt? Nein, drei. Und da hinten geht die Sonne unter. Mann, was für ein schöner Tag das war. So voller Sonne und wenig Wolken. So, Manfred, dein Haus ist wieder hergerichtet. Ach, viel Spaß. Ich geh in die Mitte. Ich geh bei mir nach Hause. Und da kommt er. Bam 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 da 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 da. Hallo? Hallo? Na? Alter. Ja. Hallo. Oh nein. Okay, komm. Wir gehen knacken. Ich schlaf mal ein Bett weiter von dir weg. So. Ja, Mensch. Also, wenn's wieder sonnig ist, zeigen wir das alles nochmal. In schön. Ohne Creeper. So, wie es hätte sein sollen. Mensch. Sollte es nicht so sein? Ach du. Doch, du, nö. Nicht so ganz, du. Okay. Mensch, also herzlich willkommen bei Let's Play Together. Mann. Schönen guten Tag. Ihr habt nichts verpasst. Mann. So. Ach, guck mal. Oh, komm schon. Die Nachbarn, wie sie wieder brennen. So, also nochmal, ne? Hier, letztes Mal, wo wir aufgehört haben, haben wir hier schön die Bäume alles gepflanzt, ne? Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal bei Tag an. Hier, wie schon die so ganz viele coole Bäume gewachsen sind, finde ich. Wieso ist denn hier Gras weg? Weil wir hier gerade Dirt nochmal aufgefüllt haben. Wie du einfach mal die Tür immer auflässt. Ich war das nicht. Ich hab die zugemacht. Ja, nachdem du sie 2 Jahre aufgelassen hast. So, Manfred, guck mal, wie verstört der jetzt ist. Weißt du, ihr habt ihm voll Angst eingejagt. Was verkauft Manfred eigentlich? Hab ich noch gar nicht geguckt. Aha, ja, ja, 8 Smaragde, für eine Eisenhose, Wucherpreise hier, Nee, typisch Manfred, weißt du, typisch Manfred, aber ich glaube, er will damit die Kosten decken, die wir ihm hinzugefügt haben. Die Umkosten. Die Umkosten, genau. Jedenfalls. Die Unkosten. Leute, was machen wir denn heute? Wie ist der Plan? Na, wer hat mir voll zugehört? Ich baue mein Haus weiter. Ja, Jojo baut sein Haus weiter. Ich baue noch etwas an meinem Haus. Und wenn Jojos Haus soweit fertig ist, werden wir noch eine Überraschung bauen. Boah, Überraschung. Ja, das können wir auch noch später sagen, was wir da noch vorhaben. Wenn es soweit ist. Aha. Ja. Oder? Ja. Ist das so? Ja. 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 Gut. Ja. Auf in die Betthöhle. Dü-düm. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Nee, komm, Jojay. Wir nehmen die Hintertür. Wir gehen zu deinem Haus. Mal. Die Hintertür. Passt. Ach, pass doch, ja, siehst du? Buggy hatte mir vorgeschlagen, dass ich doch mal bitte den Wall hier mal ein bisschen schöner mache, weil er so eckig aussieht, weißt du? Es stimmt ja auch. Ein bisschen. Ja, nee, aber auch nur wirklich ein bisschen, ne? Ja. Also man soll ja sagen, also man könnte ihn fast so lassen, aber so ein bisschen, so 1-2 Blöckchen sollte man schon noch ranklatschen. So, hier und vielleicht auch noch da. Damit das ein bisschen uneben aussieht. Mensch. Aber das reicht dann auch. So. Mal gucken, ob wir Jojays Haus endlich fertig kriegen.
Das werden wir auch einrichten, so weit einigermaßen zumindest. So sieht doch einigermaßen ganz gut aus, ne? Wenn du mal hiervon absiehst. Und davon. Und davon und hier überall. Davon. Von der Sonne da oben und... Ist alles, alles unsymmetrisch. Ja, das muss alles nochmal neu. Alles nochmal neu. Alles nochmal neu. Gott, viel Spaß. Gott macht die Erde nochmal neu. Einfach, weil Jojay gesagt hat, sie ist uns unsymmetrisch. Ein Moment, ich generiere eine neue Welt. Okay. Ja, herzlich willkommen bei nochmal Let's Play Together Minecraft, dritte Staffel. Wir haben einfach mal spontan eine neue Map generiert. Die Häuser standen ja, hier schon alle. Nur weil Jojay es wollte. Genau. Ne?